Hallo, ich bin der Jens. Ich bin der Koch der Hertha BSC Akademie und aufgrund der momentanen Situation habe ich für euch ein Rezept vorbereitet, das auch jeder von euch zu Hause nachkochen kann. Dafür brauchen wir folgende Zutaten: Zitronenmelisse, frischen Koriander, einen Chinakohl, Blumenkohl, rote und gelbe Paprika, frischen Ingwer, Limetten, Möhren, Zucchini, Cashewkerne, Kokosmilch, rote Linsen und Basmati-Reis. Und damit ihr auch einen Eindruck bekommt, wie das heute schmeckt, haben wir uns einen Tester eingeladen heute. Das ist niemand anderes als der Gourmet-Trainer Andreas Zecke-Neuendorf. Hey, Jenne. Sei gegrüßt. Ich habe mir von Rune mal seine Handschuhe ausgeliehen, dass wir hier unseren Abstand wahren. Sieht ja schon mal sehr, sehr gut aus, was du da machst. Heute gibt es ein veganes Gericht, und zwar ein veganes Linsencurry, wofür ich mich extra entschieden habe, mit vielen frischen Gemüsen, frische Vitamine und natürlich das Eiweiß holen wir uns über die Linsen. Seitdem Jenne hier unser Chefkoch ist, sehe ich wohl genährt aus, aber ist natürlich auch für die Jungs immer richtig gut. Also ich denke, nach dem Essen werde ich halt wieder meine 20 Kilometer joggen gehen, ja? Na, hoffentlich. Bis später. Ja. Ganz wichtig, bevor wir loslegen, Hände waschen. So, nun haben wir das Gemüse gewaschen. Jetzt wird es geschält und geschnitten. Ja, wichtig ist bei der Paprika, dass die unbedingt geschält werden muss, weil die dann besser zu verdauen ist. Weil oft bekommt man Verdauungsprobleme durch die Schale. Deswegen Paprika schälen. Und auch die roten Linsen waschen wir einmal mit kaltem Wasser ab. So Jenne, da bin ich mal wieder. Ja. Ich sehe, du bereitest schön vor. Genau. Mein Magen knurrt. Meinst du, wie lange ich noch warten muss? Wie lange dauert sowas, wenn man das mit sauber machen und servieren? Also Vorbereitungszeit sind ungefähr 15 Minuten, bis alles gewaschen ist und alles geschnitten ist. Und die eigentliche Zubereitung des Gerichts dauert ungefähr 25 Minuten. Gut, okay, dann werde ich jetzt noch mal in den Kraftraum gehen, ein paar Liegestütze machen und dann komme ich später wieder. So machen wir das. Jens ist nicht nur ein Weltklasse-Koch, sondern auch ein Weltklasse-Typ. Der passt hier einfach rein zu uns. Die ganze Akademie, alle freuen sich immer. Er ist nicht nur, weil er uns hier mit super Essen bedient, sondern einfach auch, weil er hier auch immer große Freude mit reinbringt in diesen Club. Die Jungs sind halt auch alle begeistert und das Essen schmeckt. So, jetzt bereiten wir den Basmati-Reis zu. Für ein Kilo Basmati-Reis brauchen wir 2 Liter Wasser. Die lasse ich jetzt in den Kipper. Dann kommt ein wenig Salz dazu. Und dann können wir loslegen. Jetzt beginnen wir mit dem Thai-Curry. Dazu benötigen wir etwas Sesamöl, was wir in die vorgeheizte Pfanne geben. Dann fangen wir an, das Gemüse anzubraten. Und zwar in folgender Reihenfolge: Paprika, Karotte, Blumenkohl. Nun wird das Gemüse mit Currypulver und Kurkuma versetzt. Wichtig ist bei der Zugabe des Currys, dass der Curry nicht zu lange angebraten wird, da er sonst Bitterstoffe entwickeln kann und das Gericht verfälschen würde. Jetzt geben wir die Kokosmilch dazu, um den Garprozess mit dem Curry zu unterbrechen. Das Ganze einmal aufkochen und auf kleine Stufe runterstellen. Wir arbeiten hier in einer Profiküche. Das ist auch ein Profigerät. Selbstverständlich geht das zu Hause im Kochtopf genauso gut. Die Farbe ist schon perfekt. Das Gemüse hat den richtigen Biss. Jetzt können wir mit den Gewürzen fortfahren. Etwas roten Chili, frischen Ingwer. Um das Gericht mit einer gewissen Frische zu versetzen, werden wir frische Limette dazugeben. Jetzt schneiden wir den Koriander und die Zitronenmelisse.
Asiatisch wird immer mit Sojasauce abgeschmeckt. Das Gericht ist jetzt soweit fertig. Zum Finalisieren kommt jetzt der Chinakohl dazu und die frischen Kräuter. Wichtig bei den frischen Kräutern, immer ganz zum Schluss. Perfekt. Ich warte immer noch auf ein Essen von Jens, wo ich meinen Daumen nach unten zeige oder mal so mittelmäßig, aber hier ist wieder top. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt gesund. Bis bald, euer Jens. Hau he.